einen Brief bekommen, Ivan, PS1-Kaliber. Er hat mich gebeten, eine gewisse Karte zu bearbeiten, die Young Guns Rookie von Leon Dreisal. Und ich habe hier schon ein bisschen angefangen, ich habe schön über die Kante gezogen, die Ecken und so weiter. Jeder von euch hat jetzt einmal die Möglichkeit, die Karte leicht irgendwie zu bearbeiten, drauf zu treten, irgendwas zu machen. Aste, du fängst an. Meine Freunde, meine Community, Kiki hier von den Beer Brothers. Heute will ich über ein Thema reden, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, was sehr speziell ist, was auch ein bisschen Shitstorm kreieren könnte. Deswegen hasst mich bitte nicht. Ich will nur, dass ihr mir gut zuhört und erfahrt, warum ich bestimmte Sachen mache. Ich habe mein ganzes Leben lang Kobe Bryant gesammelt, komplett durch. Ich habe das ganze Game durchgespielt. Ihr sammelt ihn seit 97. Und dann im Jahre 2016, wo er sein letztes Spiel gespielt hat, war ich dann in der Situation und denke mir, Mensch, was passiert jetzt? Sammelst du noch weiter Kobe Bryant? Sammelst du andere Sachen? Weil mein Spieler, den ich 20 Jahre lang gesammelt habe, auf einmal sammelt oder spielt er nicht mehr. Und wie geht es mit mir weiter? Ich habe Kobe Bryant zur Perfektheit durchgesammelt und auf einmal war da so eine Leere. Und ich gucke so, was, what the fuck, was passiert jetzt? Dann war ich in Amerika auf der großen Messe namens National. Und dann habe ich mal geguckt, was es sonst noch gibt. Ich war sonst immer Basketballkarten so. Alles andere interessiert mich nicht, Scheuklappe. Und dann habe ich angefangen, mich mit anderen Karten zu beschäftigen. Mit Baseballkarten, mit Hockeykarten, mit anderen Sachen. Aber erst nachdem ich auf der National war, das erste Mal, und ich dort am Stand war und ich die Karten nicht verstanden habe. Und das hat mich sehr gewurmt. Es waren ältere Herrschaften, die hatten Vintage-Karten. Vintage-Karten sind die alten Karten von vor über 100 Jahren und so weiter. Und die liegen vor mir und ich habe keine Ahnung, was das für Karten sind. Und es hat mich so gestört, dass ich nicht verstanden habe, was das für Karten waren, obwohl ich sehr, sehr im Thema drin war. Und im Jahre 2016 habe ich dann angefangen, mich weiterzuentwickeln. Nicht nur in meiner Basketballmaschine zu bleiben, sondern auch in Baseball reinzugehen, in Football, in Hockey und. Deswegen habe ich angefangen, mir die 1952er Mickey Mantle Karte zu holen. Das war an der Messe. Das ist nämlich die wichtigste Karte der Welt. Ich habe die gerade zufällig nicht in meiner Hand, aber ihr werdet die bestimmt schon irgendwo in meinen Videos gesehen haben. Die 1952er Mickey Mantle Karte ist nämlich die wichtigste Karte der Welt. Der Heilige Gral. Eine PSA 1 Karte, so wie ich sie besitze, hat einen Wert von knapp 40.000 schätzungsweise. Die Karte gibt es in dreifacher oder zweifacher Ausführung auch als PSA 10. Und die Karte hat einen Schätzwert von Minimum 30 bis 40 Millionen, wenn sie mal auf den Markt kommt. Das dummerweise, die Leute, die Karte besitzen, tun die nicht auf dem Markt. Das sind nämlich auch Besitzer von den verschiedenen Football-Mannschaften oder Baseball-Mannschaften aus Amerika. Die haben auch Picassos an der Wand. Deswegen sieht man diese Karten nicht auf realen Markt. Der letzte reale Verkauf, die 9,5er von SGC, ging für 12,6 Millionen. Aber ich schweife gerade vom Thema ab. Ich will nämlich darüber reden, wie ich meine Mickey Mantle Karte geholt habe. Das war meine erste Baseballkarte, die ich mir geholt habe, dann auch direkt die relevanteste. Und ich habe sie mir dort auf der National ertauscht. Damaliger Wert war 9.000 Dollar. Und dann habe ich so ein bisschen Blut geleckt. Und dann habe ich mir gedacht, wie cool ist es, wenn man noch mehr relevante Karten besitzen kann in einem abgefuckten Zustand. Weil das war erst der Moment, wo ich mich mit PS1-Karten beschäftigt habe, weil ich diese Mickey Mantle hatte als PS1-Karte. Das war nämlich die günstigste Karte, die ich von ihm überhaupt kriegen konnte. Das war die PS1 und auch die greifbarste. Deswegen alles andere ist jenseits von Gut und Böse, reden wir über hohes 5-, 6- oder 7-stellige Werte. Und deswegen bin ich billig reingegangen mit 9.000 Dollar. Wo ich die Mickey Mantle ersteigert habe. Und dann habe ich mir gedacht, was sind denn die anderen relevanten Karten? Und dann habe ich angefangen, die auch raufzuholen. Und ich zeige euch mal, von was wir noch reden. Ihr kennt die Mickey Mantle, aber ich glaube, die meisten von euch werden die Karte auch kennen. Die Michael Jordan Rookie Card. Das Wichtige ist bei diesen Karten, die Karte einfach nur zu besitzen. Weil dieses Ding hat auch in diesem Wert einen Wert von knapp 2.500 Dollar. Und wir haben die damals auch ersteigert, oder nee, ich habe die damals gekauft in Los Angeles, ich glaube für knapp 300 Dollar. Also man sieht auch, wie sehr diese PS1-Karten auch relevant werden können. Ich zeige euch jetzt nur eine kleine Ausführung von ein paar Karten. Die wichtigste Basketballkarte der Welt. Die wichtigste Baseballkarte habe ich gerade erwähnt, aber leider nicht bei Hand. Die wichtigste Hockeykarte der Welt. Die 79er OPG Wayne Gretzky, dasselbe. Wenn du Hockey-Fan bist, jeder will diese Karte einmal in der Sammlung haben. Die einzige bezahlbare Karte ist eine PSA 1. Deswegen seid nicht zu
wenn ihr neue Sammler seid, nicht zu eng dabei, dass ihr die Karten im perfekten Zustand braucht. 9er, 10er und so weiter. Das ist okay bei neueren Karten. Aber wenn ihr von den wichtigsten Karten der Welt reden, man muss sagen, da gehören die neueren Karten noch nicht dazu. Muss man wirklich sagen. Muss man da ein bisschen tiefer graben. Und die einzigen bezahlbaren von der alten Geschichte sind die im kaputtesten Zustand. Die anderen sind kaum noch bezahlbar. Auch hier die, eine sehr relevante Karte, sogar mit einem Tesafilm oben drauf. Die Jackie Robinson quasi Rookie-Karte. Das war der erste farbige Spieler in der professionellen Liga in Amerika. Sehr, sehr relevant. Und für mich war es dann so, ich habe mit der Mickey Mantle Karte angefangen und dann wollte ich mehr und mehr Karten haben, die relevant waren. Für mich die einzigen brauchbaren Karten oder die einzigen, die bezahlbar waren, waren die PS1er. Auch hier, die Babe Ruth. Babe Ruth ist die Legende im Baseball. Ich hatte hier eine Wahl. Hole ich mir eine PS1 ohne Knitter oder hole ich mir eine PS1 mit Knitter? Ich habe die mit Knitter geholt, weil die mehr oder weil die mehr Charakter hat. Die sieht richtig durchgenommen aus, so wie Kaugummi. Und die Karte habe ich so hart gefeiert, deswegen habe ich sogar $200 mehr bezahlt für die PS1. Die andere wäre billiger gewesen, aber die sieht charakteristisch noch kaputter aus, was mich noch mehr überzeugt hat, die zu holen. Dann habe ich gemerkt, es gibt bei einigen Karten PS1-Karten, die nicht verfügbar waren. Entweder sind die Karten so selten, dass es die Karten gar nicht gibt als PS1er, oder die sind so selten, dass die meisten Leute, die so eine haben, die nie weggeben würden. Jetzt halte dich mal gut fest. Es gibt nämlich diese Karte hier. Die Ken Griffey Jr. Baseball Karte. Es ist für mich, oder es ist einer der wichtigsten Baseball Karten aller Zeiten. Die erste Karte, die jemals von der Firma Upper Deck rausgebracht wurde. Und die Karte wurde, glaube ich, in dem Moment, wo ich die gegradet gesucht habe, als PS1er, wurde sie um die 70.000 Mal gegradet. Von diesen 70.000 gab es nur 4 oder 5 gegradete Karten als PS1. Und das war keine Ebay-Karte. Das heißt, die Leute, die die Karte hatten, haben die in den privaten Sammlungen, würden die nie weggeben. Und es ist keine Karte, die du als PS1 auf Ebay findest. Ich habe hier eine PS1 vor mir liegen und sie sieht so schön aus. Und hier muss ich sagen, ich habe sie kreiert. Ich habe sie zur PS1 gemacht. Ich sage euch jetzt auch, wie ich das gemacht habe. Ich habe sie nämlich, ich hatte die Karte in meiner Sammlung, das war nämlich eine PS8. Da habe ich noch das Label, eine PS8. Und ich dachte mir, Mensch, ich brauche die Karte als PS1, wie komme ich dazu? Weil ich, noch als Zusatz, ich arbeite an einem Projekt, was einzigartig ist auf der ganzen Welt. Das hat noch nie einer geschafft. Ich sammle nämlich die 10, die wichtigsten Karten der ganzen Welt von den 10 wichtigsten Sportarten der Welt, 10 wichtigsten Sportarten, darunter Tennis, Cricket, Boxen, Fußball, Basketball, Hockey, Baseball, alles. Und alle Karten müssen im abgefucktesten Zustand sein. Es muss eine PS1 sein, damit ich dieses Projekt komplett in einem Rahmen packen kann. Deswegen war es wichtig, dass ich diese Karte kreiere zu dem, was sie ist. Normalerweise hat Ken Griffey Jr. ein bisschen dunkleren Ton. Ich hatte die Karte 2 Monate lang in der Sonne stehen gelassen, bei mir am Fenster. Die Karte wurde ein bisschen heller, sie ist ausgeblichener. Ich habe sie mehrmals geknickt, mehrmals an den Boden geworfen, draufgetreten, alles. Und dann habe ich wirklich die Karte so charakterisch bearbeitet, damit sie eine PS1 wird. Das habe ich insgesamt in meiner Karriere 13 Mal gemacht. Ich habe es machen müssen, damit das Projekt zu etwas wird. Das Besondere ist, und wie gesagt, die Karte wurde knapp 70.000 Mal gegradet in dem Moment, wo ich das gemacht habe. Und das war, ich glaube, Nummer 5 von den PS1 Karten. Das Wichtigste ist Karten wie die hier. Und ich zeige euch jetzt auch mal, warum. Das ist nämlich die John Stockton Rookie Karte. Auch einer der wichtigsten Basketballspieler aller Zeiten. Die John Stockton Rookie Karte. Und ihr seht, es ist eine PS1. Und jetzt zeige ich euch, warum das so interessant ist. Passt auf. Und zwar, es geht um diese Karte hier. Die John Stockton Rookie Card. Die PR1. PR heißt pur und die Karte gibt es nur. Wir gucken uns jetzt mal, wie oft es die gibt. Bei PSA ist es einfach, ihr habt immer diesen Code. Wenn ihr diesen Code einscannt, kommt ihr auf diese Seite hier. Es ist diese Seite, die euch dann angezeigt wird. Wir vergleichen jetzt mal die letzten Nummern 1653. 1653. Das ist der Code, der erscheint, wenn wir hier reingehen. Und jetzt steht auch Information für die Karte, wann die gegradet wurde, wie die Karte heißt und so weiter.
Sehr, sehr informativ übrigens. Deswegen geht da mal ein bisschen in die Materie rein. Es handelt sich um die John Stockton Card von Fleer von 88. Das Krasse ist, Great Pur 1. Hier gibt es noch ein paar andere Informationen. Das Krasse ist, es gibt diesen Slogan Population. Vielleicht habt ihr das schon mal auf eBay gesehen. Steht immer Pop. Pop 1, Pop 2, Pop 20 und so weiter. Population heißt, wie oft wurde die Karte in diesem Grade überhaupt gegradet? PSA 1. Ich wusste die Karte, ich habe sie auch ein bisschen zerstört, damit sie so aussieht, wie sie aussieht. Nur, damit ich dieses Bild hier kriege. Seht ihr das? Pop 1. Ich bin der einzige Typ auf der Welt, der die Karte besitzt in diesem abgefuckten Zustand. Es gibt keine zweite. Ich bin der Einzige. Und wir gucken uns jetzt mal an. Also ich habe die einzige, das ist die einzige Einser-Qualität auf der Welt. Wir gucken uns jetzt mal an, wie oft die Karte eingeschickt wurde. Das ist eine verrückte Nummer. Weil wir haben wirklich über 11.000 Einschickungen. Und das ist die einzige Karte auf der ganzen Welt, die auf diesen abgefuckten Modus ist, dass jetzt eine 1er ist. Und ich würde das auch so machen. In der heutigen Sammelkartenwelt, du hast so viele Möglichkeiten, Sachen zu sammeln. Ich sammle Kobe Bryant. Der ganze Tisch ist hier Kobe Bryant. Die ganze B-Brothers Store hat so viele Kobe Bryant Einflüsse. Ich habe ihn durchgesammelt. Es gibt Sammler, die sammeln nur von einem Spieler die Unterschriften. Einer nur die Trikotkarten. Einer sammelt nur von einem Club den Lieblingsspieler und. Du kannst sie so spezifisch einsammeln, wie das ist unnormal. Jetzt habe ich ein Side-Project kreiert, wo ich die wichtigsten Karten sammle im abgefucktesten Zustand. Alle Karten müssen PSA 1 sein. Und das ist der exklusivste Club. Jeder belächelt mich, Kiki, du mit deinen PSA 1 sein, du sammelst nur kaputte Karten. Falsch. Ich sammle Karten, die es so nur einmal auf der Welt gibt. Und da bin ich sehr, sehr exklusiv mit diesen Clubs. Und auch hier die hier. Das Ding kannst du in einer Hand abzählen, wie viele es gibt. Und es betrifft so viele Karten. Es betrifft so viele Karten. Das betrifft auch die Michael Jordan Karte. Die Karte wurde über 20.000 Mal gegradet. Und von den ganzen 20.000 Mal sind die PSA 1er die am wenigsten gegradet wurden. Also das ist wirklich der seltenste Club. Und deswegen ist es auch eine Rarität, so eine zu besitzen, weil wir wollen uns nichts vormachen. 99% der Sammler sind normale Sammler, die normales Geld haben. Wir hören jeden Tag auf eBay, auf Plattformen, auf Instagram, auf Social Media, die Karte geht für 10 Millionen, die Karte geht für 5 Millionen, die Karte geht für 100.000 und. Okay, aber es betrifft 99% der Sammler nicht. Weil die meisten von uns, wir sind alle normalsterblich, wir haben nicht diese Millionenbeträge, die wir in Karten ausgeben können. Und da gehöre ich auch dazu, wir gehen rein mit PSA 1 Kalibern. Und deswegen, die einzige Karte, wenn du die Karte feierst, die du noch bezahlen könntest, ist eine PSA 1 und da ist Anfangsgebot knapp $2.000. Und hier gilt es haben oder nicht haben. Deswegen ist es so relevant, dass ihr die Karten auch holt, wenn ihr sie holen könnt. Weil ich habe die damals für $200 gekauft, für knapp $300, jetzt liegt die schon bei 2.000. Und in ein, zwei Jahren reden wir hier von der Karte von 3.000 bis 4.000. Warum? Weil jeder richtige Sammler, der die Karte in der Sammlung hat, packt die nicht auf eBay. Die bleibt in der Sammlung fixiert. Deswegen die ganzen oberen PSA 9er, PSA 10er sind Investmentkarten, die werden verkauft. Nicht die PSA 1er, das sind Sammlerkarten und die bleiben auch in der Sammlung fixiert. Die Sache ist die, weil das Projekt, was ich gerade plane, so kompliziert ist, so komplex, muss ich Karten kaputt machen, um an meinem Projekt weiterzuarbeiten. Weil es einfach gar keine Karten gibt von bestimmten Karten. Jetzt gibt es eine Besonderheit. Ich habe einen Brief bekommen. Und jetzt bitte keinen Shitstorm. Bitte, bitte keinen Shitstorm gegen mich. Aber ich hoffe, ich habe euch das ein bisschen erklärt, warum ich das so mache. Ich habe nämlich einen Brief bekommen von einem guten Sammlerfreund, der regelmäßig hier reinkommt. Und hat geschrieben, lieber Kiki, ich werde das ein bisschen zusammenfassen. Er hat eine Karte, die er sehr, sehr mag. Und er bittet mich, diese Karte ein bisschen für ihn zu bearbeiten. Wenn er das so sagt, dass ich die Karte bearbeite, weiß ich genau, was er meint. Er will, dass ich die Karte Kiki mit dem Kiki-Drip ein bisschen durchnehme. Und es ist ein Hockey-Freund von mir. Und er hat eine der nicesten Karten, die man so als Hockey-Freund in der heutigen Zeit kriegen könnte. Es ist nämlich die Leon Dreiseitel Young Guns Rookie-Karte. Die Karte hat einen Wert von knapp 300 bis 400 Euro und ist der Hockey
Spieler gerade aus Deutschland, der gerade die größte Welle macht in Amerika. Und die Karte ist in einem tadellosen Zustand. Und die Sache ist, er hat mich gebeten, Kiki, kannst du die Karte bitte bearbeiten? Ich mache extra dieses Erklärvideo, damit ihr das versteht, warum es zu diesen PS1-Karten kommt, wie ich das so feiere, auch mit dem Beispiel von dem hier. Weil ich bin der Einzige auf der Welt, der diese Karte besitzt. Pop 1. Und derjenige hat auch gesagt, Kiki, ich brauche Exklusivität. Und er würde gerne, dass diese Karte auch eine Pop 1 wird, weil die Karte ist aus der Neuzeit, die ist vom Jahre 2014. Und es gibt gar keine PS1-Karte von der. Deswegen hat er gesagt, er wünscht sich eine Karte, wo er der Einzige auf der Welt ist, der die Karte in dem Grade hat. Macht erstmal keinen Sinn, vielleicht für neuere Sammler, aber die älteren Sammler werden es verstehen, dass man einfach den Blickwinkel ein bisschen ändern muss, um Exklusivität zu kreieren, auch auf der anderen Seite. Fakt ist, er hat mich gebeten, ich soll sie bearbeiten und ich würde das mit euch jetzt gerne mal durchgehen, was ich mit der Karte mache, um sie zu bearbeiten. Pass auf, da ist das Ding. Ne? Was so mein Markenzeichen, womit ich anfange, was man hier gut sehen kann, ich habe die Karte so gefaltet, bei der hier. Das ist nur ein Ding, das ich auch sehr gerne mache. Der erste Move, womit ich so anfange, ist erstmal der hier. Erstmal genüsslich quer durch die Mitte falten, damit wir erstmal die Richtung vorzeigen. Das ist so ein Lieblingsding von mir. Erstmal schön durchziehen, dann haben wir die Karte erstmal ein bisschen bearbeitet. Aber sie ist noch gut im Takt. Ich hatte schon die wildesten Sachen gemacht. Wir hatten Sachen schon mal in Cola getunkt, mit Feuer bearbeitet und. Mit Feuer, da muss ich euch gleich noch was zeigen. Ich glaube auch, es wäre nicht verkehrt, die Ecken ein bisschen, und Kameramann, komm mal ein bisschen näher. Ich glaube, es wäre auch nicht verkehrt, die Ecken ein bisschen weicher zu klopfen. Ich hoffe, man kann das gut wahrnehmen. Guck dir mal die Ecke an. Ne? Und das ist doch mal authentisch. Jetzt kann man auch hingehen und sagen, komm, die andere Ecke, die gefällt mir auch nicht so. Die muss halt ein bisschen dumpf sein, weißt du, die muss halt leben. Auch ein Cheatcode von mir, den ich sehr gerne benutze. Hier gibt es so schöne Kanten, weißt du, man könnte die Karte jetzt auch nehmen und einfach nochmal schön genüsslich über die Kante streifen. Die Kante wird dann auch weiter. Das sind so die Tricks, wie man es machen könnte. Jetzt, vielleicht habe ich schon Bock, vielleicht will ich die gerade in meine Tasche packen, hab die dann so ein bisschen quer in der Hand und ziehe dann so einfach so ein bisschen durch. So, ich habe jetzt mal die ganze Hand in meiner Faust drin. So, da habe ich auch noch mal die Ecke schön rübergezogen. So ein bisschen gerade biegen. Das tut der Karte nicht verkehrt. Die Sache ist die, wir dürfen die Karte nicht allzu kaputt machen, weil wenn die zu kaputt ist, gradet PSA die Karte nicht. Die Karte muss von PSA gegradet werden. Und deswegen müssen wir immer noch gut mit dir umgehen. Pass auf, ich habe einen Cheatcode. Ivan, Aste, Helmut. Pass auf. Wie, was ist hier los? Ihr wisst, ich habe von einem unserer Sammlerfreunde einen Brief bekommen, Ivan, PS1-Kaliber. Er hat mich gebeten, eine gewisse Karte zu bearbeiten. Die Young Guns Rookie von Leon Dreiseitel. Die wichtigste Karte von Leon Dreiseitel eigentlich. Und ich habe hier schon ein bisschen angefangen. Ich habe schon über die Kante gezogen, die Ecken und so weiter. Jeder von euch hat jetzt einmal die Möglichkeit, die Karte leicht irgendwie zu bearbeiten, drauf zu treten, irgendwas zu machen. Aste, du fängst an. Nee, Ivan fängt an. Okay, Ivan kann drauf treten, kann was die an die Wand machen, Alter? Mach irgendwas, Ivan. Das ist so ehrenlos, Kiki, Alter. Ich mach dir den Kleiderbügel. Was ist das? Ob der Eck? Okay, das ist der Kleiderbügel. Das ist der Kleiderbügel. Ja, der Kleiderbügel. Ivan, wir dürfen nicht vergessen, die Karte muss eine PSA 1 werden. Das ist jetzt eine PSA minus 1. So, okay, aber wir kommen gut rein. Pass auf, der Endgegner ist gleich übrigens der Helmut. Helmut ja, ist so der Endgegner. Schöne Karte. Schöne Karten. Helmut ist auf jeden Fall skrupellos, was und, da angeht. Und auch, ja, die John. Und hier muss man sagen, was Helmut sagt, ist wahr. Es geht bei diesen Karten nicht um den Grade, es kommt auf die Karte an. Es kommt auf die Karte an. Hast du? Ich hab noch was. Ey, warte, Ivan hat noch was. Ivan, hör auf! So, jetzt ist er genau richtig. So, hast du, mein Freund. Ivan hat den Kleiderbügel gemacht, dann mache ich den Reverse-Kleiderbügel. Oh shit. In die andere Richtung. Oh shit. Also, Jungs, das ist mir zu schwach. Was ist denn, wenn ihr die kurz so anritscht? So ja, ohne anritschen. Anritschen machen wir nicht. Kurz, die muss du musst leben. Darf man einen Papierflieger draus machen? Ja, das ist schon hart, Alter. Das ist schon zu hart, ne? Ja, ja. Aber mach, du bist da. Nein. Ja. Toilette. Was ist denn, wenn man sie in die Toilette kippt? Ich glaube, die ist kurz ins Klo gefallen.
Wieso werden wir unten? Wieso werden wir die Treppe runter? Oh, jetzt bin ich aus Versehen. Hier. Ah, nee. Der ist aus Versehen nochmal draufgetreten. Okay, pass auf, der Endgegner ist der Helmut. Ja, gar kein Helmut? Was soll ich denn jetzt? Du kannst die Karte verfeinern mit deinen Händen. Mach mit der Karte irgendetwas. Ja, also jetzt nicht knicken oder irgendwie doch. So. Doch, genau. Mach sie kaputt. Nur nichts zerreißen. Ach, das kann man gar nicht. Doch, guck dir die Karte an. Aber das die muss so sein, wie sie ist. Genau. Einmal schön durch die. Oder mach doch mal so einen Diagonalknick, Helmut. Moment. Ich muss überlegen, was diagonal ist. Das weiß ich schon. Nee, aber. Diagonalknick, das ist natürlich. Helmut geht rein. Ich mach das jetzt so. Wiedersehen. Helmut hat. Helmut ist so alt, der hat damals in Japan das Origami erfunden. Und in Italien auch das Oregano. Ist so viel, ne? Ich wollte gerade den gleichen Gag mit Griechenland bringen. Okay, aber sehr gut. Jetzt wollen wir uns die Karte doch nochmal angucken. Aber ich finde nicht in Ordnung, wie der Helmut gerade übertreibt. Da ja. Hätte sich machen sollen, Helmut. Echt nicht in Ordnung von dir. Also die ganze Karte voll am Arsch gemacht immer. Ja. Guckt euch jetzt mal die Falten an, die Karte hat. Und das Besondere, die Karte gibt es keinmal in diesem Grade. Wir wollen daraus eine PS1 machen. Wenn wir die Karte zu kaputt machen, geht es nicht mehr. Ich glaube, wir haben die Karte gut durchgenommen. Mhm. Moment, mal gucken, ob der Aste noch irgendeine Idee hat. Aste? Lass mich kurz Utensilien holen. Okay, er holt Utensilien. Wir dürfen nicht übertreiben, weil wenn die Karte zu kaputt ist, wird PSA die Karte nicht graden. Das heißt, bei PSA die Ecken müssen noch da sein. Also es geht nicht, dass die Ecke jetzt komplett weg ist, dann wird PSA die Karte nicht graden. Und wie gesagt, die Karte gehört nicht mir. Wir haben das auf Wunsch von jemandem gemacht, der uns darum gebeten hat. Und ich habe euch auch geklärt, warum wir bestimmte Sachen machen. Während Aste die Sachen holt, ich muss euch eine Sache zeigen. Und hier bitte ich, die Karte als Kunstwerk zu betrachten. Wir haben nämlich diese wunderschöne Glurak-Karte. Charizard, die wichtigste Pokémon-Karte der Welt. Und ihr erinnert euch, oder ihr kennt das Bild, er speit Feuer. Er speit Feuer auf die eine Seite. Und ich dachte jetzt mir, wie cool ist es, weil die Karte war vorher schon in einem PS1-Qualität. Ich habe sie einfach nur befreit. Und habe die Karte dann ein bisschen bearbeitet. Ich habe nämlich so gemacht mit einem Feuerzeug, dass das Feuer so heiß ist, dass er die Karte durchbrennt mit dem Feuer. Wo ist die Karte? Und dann habe ich es so gemacht, dass so. Jason Page hier war, der Pokémon-Sänger, und er hat mir sogar geschrieben, gotta burn them all. Das ist ein riesen Gag gewesen, aber er hat so hart gefeiert. Deswegen seht das Hobby manchmal nicht allzu eng. Und wenn ihr schon eine kaputte Karte habt, es war eine PS1. Es ist immer noch eine 1, aber ich habe sie als Kunstwerk kreiert. Weil die Karte will jetzt jeder haben, weil sie ein Kunstwerk ist. So gib wie dir die gleich mal drin. Kunstwerk. Ivan, hör auf! Kunstwerk. Ivan, hör auf! Wichtig ist, Ivan, die spielt mit dem Feuer. Nur ein bisschen anrüsten. Die Röstaromen müssen sich freigeben. Wie Zwiebeln, scharf in der Schwanne anschwitzen. Sag mal so, dann muss ein bisschen, aber nicht viel. Nur die Ecken. Ein bisschen hier mit Asche. Man sagt ja nicht umsonst Asche zu Asche, Blut zu Blut oder was? Zieh doch die Asche einmal schön quer rüber. Pass auf, ich mach da jetzt mal schön Brandaromen. So, meine Freunde. Unten oben, von vorne muss ja gut aussehen. Brandaromen. Uff, nicht übertreiben, mal ein bisschen die Ecken. Aber die Ecken schön angucken. Die Ecken, weil wir brauchen, die Ecken müssen ja gut passen. So. Das Ding muss eine 1 APS-1 Karte werden. Ich glaube, Kiki, jetzt ist sie genau richtig. Weil dann ist es die einzige auf der Welt. Jetzt ist sie genau richtig. Genauso habe ich sie gewollt. Pass auf, ich glaube, ja, okay, das ist gut. Ich bitte dich einmal kurz hier die Nahaufnahme von der Karte. Nimm mal hier Ivans Brandaromen auf. Das ist genau richtig. Auch mal kurz die Rückseite nochmal schön, geh ruhig in die Tiefe rein. Was hat die Karte wert? 400. 400? Ja. Ja wie, was hat die jetzt wert, Alter? Egal, die hat immer noch den Wert, was einer bereit ist dafür zu zahlen. Ja, wir waren nicht mal 400, Alter. Ivan, das Krasse ist, Ivan, wir wurden ja gebeten, die Karte zu bearbeiten. Ja. Ich glaube, für die Karte müssen wir... Die Karte kam wirklich auch an in einem Sleeve und Toploader. Ja. Braucht man nicht. Ivan, gib mir die Karte, geh gleich per Post raus. Ich werde das Brief gleich wieder wegschicken und dann ab dafür. Okay, Alter. Pass auf, nochmal schön genüsslich einmal durchziehen. Mein Gott. Und nochmal zum Abschluss, leg mal hier hin. Ich als großer Wrestling-Fan und Leiter-Fan. Hier die Karte. Warte, ich muss die Karte mal wieder befreien in den Brief von dem einen. Nochmal schön krönenden Abschluss noch von mir. Deswegen, Community, nimmt das Hobby manchmal nicht allzu seriös. Nimmt so ein bisschen mit Spaß.
Wir machen das nur auf Wunsch von einem Sammler. Ich weiß nicht, ob das ein Wunsch war, Alter. Was das war auf jeden Fall ein Wunsch. Wo soll ich den legen? Bitte auf die Tischkante. Auf die Tischkante. Warte, warte. Einen schönen Elbow-Drop gibt es jetzt noch. Okay, okay. Von der Leiter zum krönenden Abschluss. Deswegen, Community, die riecht richtig nach Rauch. Community, wir haben gerade ein Kunstwerk kreiert. Und einmal noch droppen lassen. Vielen Dank für die Gehilfen. Ivan, der Großartige. Aste, der Groß... Der Kleinartige. Der Kleinartige. Und Helmut, die Legende. Wir bedanken uns, dass uns die schöne Karte gegeben wurde zum Bearbeiten. Und komm, einmal noch in den Mülleimer rein und dann gehen wir raus. Das kannst du nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Kiki Aste! Hör mal, ich habe gerade hier einen Boten getroffen. Der hat mir das in die Hand gedrückt und muss dreimal unterschreiben. Aber und Ivan. Kiki! Ivan, wir gucken uns gerade die Karten an, die wir zuletzt gebreakt haben. Die One of One. Egal, Kiki. Und auch Ivan, die Cody Rhodes. Aber Kiki, vier Monate haben wir gewartet. Aber Aste, warum unterbricht er uns eigentlich hier? Kiki, PSA, der Bote von Amerika, kam mit dem Flieger rein, hat mir in die Hand gedrückt und gesagt, dreimal unterschreiben, Aste, mit Bluttest. Es ist doch nicht etwa Kiki, das Paket. Aber nur du darfst es öffnen, Kiki. Meinst du nicht etwa das? PSA, Kiki. Oh. Strictly confidential. For Kikis eyes only, Kiki. Ivan, das ist für dich. Das ist etwa von PSA? Das kam gerade hier. Wir haben doch mal so eine geile Aktion gemacht. Hier wissen, wo wir eine Karte bis bearbeitet haben. Ja, ja. Nicht, dass es diese Karte ist. Soll ich mal reingucken? Guck mal. Kiki, vier Monate, du Alter. For Kikis eyes only. Okay, okay. Kikis eyes only, Junge. Ich dachte, der Postbote euch schon verwechselt, weil ihr Zwillinge seid. Ivan, doppelt verschlossen. Ja, sogar mit Zunge. Das kann ich erzählen, ob ich hier wünscht. Ja, wieder so. Da bin ich ganz wusch. Aste, guck mal, was drin ist. Finger fertig ist er. Das ist nur für Kikis Augen gedacht. Was ist da drin? Was ist das denn? Ja, wie? Das ist doch. Best Wishes, Ned Turner. Wer ist denn Ned Turner? Ned Turner ist der Besitzer von PSA. Der hat dir einfach so eine Karte mit dazu geschenkt. So ein Päckchen. Mein enger persönlicher Freund. Von My Little Pony, oder was? Deswegen, Ned Turner, vielen Dank dafür. Best Wishes. Wir kennen uns schon seit wirklich Real Talk seit vielen Jahren. Deswegen danke, Shoutout dafür. Ey, voll krass, dass er dir einfach so ein Ding mitschickt, ey, Alter. Aber so ist er denn, Ivan. Soll einer sagen, dass Bieber Runs Videos fake. Ivan, so ist er nett. Ned Turner, aber ist das alles oder was? Pass auf. Erstmal. Schickt doch nicht einen Kurier aus Amerika per Privatjet rüber. Pass auf, erstmal. Da ist die Karte drin. Ja, wie? Oh, Ivan, Lassi. Kiki, das ist so. Moment, ich komme euch zu nah. Kiki, ist das die Leon Dreisattel? Ivan, das ist die Leon Dreisattel von hinten. Die wir so bearbeitet haben vor vier Monaten. Zeig den Umschlag, dass er leer ist. Okay. Weil er kam wirklich so vom PSA an. Okay. Und jetzt? Pass auf. Wir machen jetzt, bevor ich euch die Zeit, also ich habe mir auch noch die Vorderseite noch nicht angeguckt. Ivan, guck dir mal den Code an, Ivan, ja? Alle bitte abscannen übers Handy oder wie ihr das gerade macht. Weil, Aste, hol mal das Handy raus. Wir werden eben kurz den Code abscannen. So. Zack. So, Ivan, ja. Und da haben wir es. Da ist es wirklich, Ivan. Die 2014 Upper Deck Hockey Cards Leon Dreiseite. Okay. Ivan, wenn ich jetzt runterscrolle, dann sieht man, welchen Grade wir haben. Oh, Gigi. Oh, Ivan, wir haben ein 1. 1. Ivan, wir haben ein 1. Da. Das können wir erzählen. Zeig. Ivan, da. Moment. Hier ist ja, das ist ja der Grade. Hier 1. Ne? Das ist die einzige Grade auf der Welt. Ja, wie die einzige auf die der Welt? Die haben es geschafft. Die Karte hat eine PS1 Grade. Geil, Alter. Die haben wir doch angeguckt, wo du mit der Leiter runtergejumpt bist. Ich hab dir den Ruf gemacht. Elbow Drop von mir persönlich bekommen. Den Finisher. Und Ivan, du hast dir doch angeguckt. Gigi, ich bin extra jetzt zum Kiosk gegangen, wir haben mir Feuerzeug geklaut. Ivan, wir haben es geschafft. Drei Streichhölzer. Was ist hier, Kiki? Haben die das echt gegradet in dem Zustand? Ja. Maximum. Weil wir haben die Hinweise beachtet, wir haben die Ecken noch intakt gelassen. Ja, so intakt sieht die auch nicht mehr aus. Alles sieht aus wie nach dem Autounfall. Ivan, unser enger persönlicher Freund. Ja, der will unerkannt bleiben. Hatte den Wunsch, dass wir sie bearbeiten. Und wir haben es geschafft. Wir haben die einzige Leon Dreisattelkarte PSA 1 auf der Welt. Kiki, ganz gerne erzählen. Die Karte ist sehr selten. Die gibt es nur einmal in diesem Zustand. Und guck mal, Ivan, die wurde allein bei PSA kaum über 1500 Mal gegradet. Ja, wie? Aber es gibt noch eine PSA 1 und die ist gerade in deinen Händen. Kiki, ich sag mal so, Junge, da haben wir doch... was hat so eine Karte jetzt wert? Egal. Unbezahlbar. Unbezahlbar? Also, eigentlich ist viel weniger wert eigentlich als der Rohwert zwischen 300 und 400 Euro. Aber die ist noch cooler. Ich würde sogar 500 dafür geben. 600. Aste, wie viel gibst du? 601. 601. Komm, ich sag mal so, ne, wir kriegen... Es um Emotionen. Ich weiß, wie viele
Hasskommentare, wie kriegen wir denn unter dieses Video? Aber juckt uns nicht, weil hier geht es um die Culture. Hasskommentare, @Creation Twins direkt deswegen, adressieren. Community, bitte. Hasst uns nicht. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, was wir gemacht haben. Der Spaßfaktor steht an erster Stelle. Exklusivität steht an zweiter Stelle. Und wir haben es geschafft, dass wir diese Karte zu einem Meisterwerk gemacht haben, die es nur einmal auf der Welt gibt. Ganz gerne erzählen, Kiki. Shoutout an den Sammler, anonym, der uns die gegeben hat. Shoutout an meinen guten Freund, der Turner, für die... für das Päckchen. Ey, komm, mach mal auf, komm. Machen wir auch. Komm, geh mal rein. Dann gehen wir rein. Deswegen, Community. Wir gehen rein und gehen raus. Das Video bis jetzt schon gut gefallen, aber das war es wert. Also es hat. Okay, wir haben. Okay, Ivan, wir gehen rein. Granny Smith. Wir kennen sie nicht, Alter. Die alte. Stinky Richie, Alter. Granny. Oh, der Krackel. Krackeler. Oh, King Sombra. King Sombra, Junge. Das ist ein Pony. Wer kennt den nicht, Alter? King Sombra. Mirrorpool. Und mein Favorite immer bei den Packs. Ein Sticker. Tattoos. Hast du. Ich sag mal so, das wird gleich angebracht. Ich suche mir die Stelle aus. In dem Sinne, vielen Dank, Freunde. Deswegen, ey, danke an alle, die das gecheckt haben, was wir gemacht haben. Da gibt es nichts zu checken, Alter. Und bitte gibt uns keine Hasskommentare. Eben, es war ein Kundenauftrag. Kundenauftrag. Und wenn ihr das nicht versteht, bitte versteht's. Gib ihm, Alter, und ab. Deswegen raus da.